Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die Nachholspiele kurz und kompakt in der Zusammenfassung. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Nach dem großen Pokalsieg steht für Borussia Dortmund Liga-Alltag an, am Sonntagabend zu Gast beim 1. FSV Mainz 05. Es geht ja um die Champions-League-Qualifikation und somit mussten die Ohren steif sein, um hier wirklich alles rauszuhauen. Der 1. FSV Mainz 05 so gut wie gerettet, aber noch nicht abschließend. Der BVB versuchte hier in der Anfangsphase den schnellen Treffer zu erzielen, wie es schon im Pokal gelang. Aber Mainz stand defensiv vor allem richtig gut und setzte nach vorne Nadelstiche. Über die linke Seite, eigentlich eine missglückte Flanke, aber Danny da Costa macht es scharf und bringt Robin Quaison in Szene. 1:0 für Mainz 05 und der BVB lief diesem Rückstand erstmal hinterher. Nach 45 Minuten hatte dieses Ergebnis Bestand. Der BVB musste nun also was tun. Bellingham mit der Balleroberung. Haaland in die Spitze. Schnell zu Jadon Sancho. Und da war der Ausgleich. 53. Minute, das 1:1. Auch verdient von den Spielanteilen her. Da hatte logischerweise der Gast aus Dortmund jetzt Blut geleckt. Sie wollten es nicht machen wie ihr Champions League-Konkurrent Frankfurt und gegen Mainz nur einen Punkt holen. Sie bemühten sich bis in die letzte Minute. Bellingham und Haaland alleine vor Zentner, aber er bekommt den Ball nicht vorbei. Und somit blieb es beim 1:1. Vielleicht ein wichtiger Punkt, vielleicht auch ein Punkt zu wenig. Das zeigt dann im Endeffekt die Konkurrenz. Dieses Spiel endet mit 1:1. Starker Kampf von Mainz und für den BVB hat es nicht zu 3 Punkten gereicht. Sonntagabend, RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Diese beiden Mannschaften beenden den 33. Spieltag. Leipzig sicherlich noch etwas geknickt vom Pokal-Misserfolg am Donnerstagabend. Hier wollten sie dann Wiedergutmachung betreiben und die letzten beiden Spiele von Julian Nagelsmann auf der Leipziger Trainerbank erfolgreich gestalten. Abschluss hier aus kurzer Distanz von Lacroix, aber abgewehrt und den Daumen von Brooks gibt's kostenlos. 10 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Leipzig, die deutlich bessere Mannschaft. Paulsen mit der Hacke zu Kevin Campbell. 1:0 Leipzig. Der VfL Wolfsburg erzeigte sein negatives Gesicht, das es in den letzten Wochen immer mal wieder gab. Zuletzt gegen Union Berlin wurde es ja wieder besser. Aber hier lagen sie vollkommen zurecht zur Pause mit 1:0 im Rückstand. Jetzt mussten sie aufmachen. Leipzig hatte schon einen großen Kräfteverschleiß, aber sie hielten damit gut Haus und machten dann in der 75. Minute das vorentscheidende 2:0. Die Wölfe hatten hier zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit, in das Spiel reinzufinden. Und es ergaben sich dann nochmal Räume. 90. Minute, Nkunku kann querlegen zu Paulsen, macht es aber selbst. Und wenn er trifft, hat er recht. 3:0, ein sehr deutliches Ergebnis. Aber das spiegelt dann auch die Verhältnisse hier ganz gut wider. Der VfL Wolfsburg heute einfach nicht auf der Höhe. Leipzig gewinnt vollkommen verdient mit 3:0. Und damit sind sie ganz sicher Vizemeister. Jo, kurze und knackige Prognose. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und adios.